jetzt den Parabolspiegel an. Der Parabolspiegel ist ein Rotationsparaboloid, der sich beschreiben lässt durch eine Gleichung, wie ich sie angegeben habe. Bei der Wahl des X- und Y-Koordinatensystems, in diesem Fall wäre die optische Achse entlang der X-Achse gewählt und der Rotationsparaboloid würde dann halt entstehen, indem ich diese Kurve um die X-Achse herum rotieren ließe. Wir können anhand eines solchen Parabolspiegels und einer solchen Form zeigen, dass es also eine Lösung gibt, die die Eigenschaften mit sich bringt, dass parallel einfallendes Licht in einem Punkt sich trifft, und zwar unabhängig davon, welchen Abstand dieser einfallende Lichtstrahl hat zur optischen Achse. Sie erinnern sich, in dem Fall eines sphärischen Spiegels gilt das nur für paraxiale Strahlen. Und mit zunehmendem Abstand des Lichtstrahls zu der optischen Achse in einem sphärischen Spiegel wird der Punkt immer dichter an die Spiegeloberfläche rücken. Am Ende entsteht ein Bild, das wir auch Katakaustik nennen. Für einen Parabolspiegel kann ich Ihnen also sofort oder sehr schnell zeigen, dass das für sämtliche einfallende Strahlen gilt. Schauen wir uns also einfach mal einen Strahl an, der parallel zu der Rotationsachse X einfällt. Der wird also an der Stelle reflektiert und trifft dann hier auf die X-Achse in einem Abstand klein f. Dann können wir diese Position des bestimmen. Die hängt ab von der Wahl von h. Und dann ist dieser Punkt an der Oberfläche definiert durch meine Wahl von x gleich p mal y Quadrat. Jetzt schauen wir uns einen Abschnitt des Strahlens an. Das heißt, wir gucken uns diesen Strahl an, den nennen wir die obere Strecke S1 und die untere Strecke S2. Das können Sie sich vorstellen wie die Phasenfront einer einfallenden ebenen Welle. Und dann können wir zeigen, dass für die Summe S gegeben durch S1 plus S2, das gilt, dass die gerade gleich 2f ist und unabhängig von der Wahl von h. S1, diese Strecke hier, können wir auch schreiben, ist gegeben durch klein f minus x von h. Und S2 Quadrat ist gleich S1 Quadrat plus h Quadrat, beziehungsweise plus y Quadrat. Dann ist also S gegeben durch f minus x plus, und dann haben wir hier die Wurzel stehen von S1 Quadrat plus y Quadrat. Und S1 ist ja gerade gleich f minus x, das heißt, es steht also f minus x plus Wurzel aus f Quadrat minus 2fx plus x Quadrat plus y Quadrat. Und damit unsere anfängliche Bedingung erfüllt ist, dass s gerade gleich 2f ist, können wir jetzt uns diesen Wurzelterm angucken und uns gut überlegen, was da herauskommen muss. Da muss herauskommen, dass das gerade gleich f plus x ist, damit die Bedingung erfüllt ist, dass s gleich 2f ist. Und diese Bedingung können wir gleich umsetzen. Da kommt dann also heraus f Quadrat plus 2fx plus x Quadrat ist gleich f Quadrat minus 2fx plus x Quadrat plus y Quadrat. Jetzt habe ich einfach nur die Gleichung quadriert. Und dann sieht man sofort, dass f Quadrat ist auf beiden Seiten gleich, dass x Quadrat ist auf beiden Seiten gleich. Und dann bleibt hier nur noch stehen, y Quadrat ist gleich 4fx. Und das ist natürlich gerade eine solche Paraboloberfläche. Wenn wir das mit der ursprünglichen Gleichung vergleichen, dann erkennen wir also, dass p gleich 1 durch f ist, 1 durch 4f ist. Damit ist gezeigt, dass die Fläche, die sich aus einem Rotationsparaboloiden ergibt, eine Abbildung sämtlicher parallelen Strahlen in einem Punkt im Abstand f ergibt. Und wir sehen auch, wenn wir jetzt nochmal genauer diese Gleichungen angucken, die wir anfangs gefordert haben, dass die Lichtstrahlen, die dort in dem Punkt F eintreffen, dass die phasentreu sind. Das heißt, dass sämtliche Lichtstrahlen den gleichen Weg zurückgelegt haben, die gleiche Weglänge zurückgelegt haben. Damit ist ein Parabolspiegel besonders gut geeignet für die
Abbildung oder das Sammeln von schwachen Signalen, insbesondere in der Astronomie, sei es in der Form eines Parabolspiegels für das Sammeln von schwachen Radiowellen oder aber auch eines Parabolspiegels für ein optisches Teleskop, bei dem wir diese Abbildungsfehler durch die sphärische Aberration vermeiden können, solange die Strahlen parallel einfallen und nicht einen zu starken schrägen Einfall zeigen im Verhältnis zu der optischen Achse des Systems.